Kapitel 6: Wiedergeburt einer Kriegerlegende. Nach diesem Kampf begann die Zeit zu vergehen. Tage strichen ins Land, Wochen. Epsilon versuchte stetig, Hinweise über Verbleib und Identität des Plottkaisers zu erfahren. Doch stetig blieb sie hierbei ohne Erfolg. Es gab schlicht zu wenige Ansatzpunkte. Und doch stand die Welt nicht still. Denn Team Polana Vatra, als erfahrenes Oberliga-Team dieser Welt, setzten viel daran, ihren neuen Teampartner kampffähig zu machen. Und schnell konnte Epsilon einen Anblick bestaunen, welcher in ihrer Heimat nie möglich gewesen war. Kell, der noch als Fukano zu einem starken Kämpfer wurde. Dort, wo sie herkam, war er lediglich in eine Handvoll Kämpfe verwickelt worden, bevor er sich bereits entwickelte. Hier hingegen trainierte er Tag für Tag, offensichtlich fest entschlossen, die Plot-Armor so bald wie nur möglich zu finden. Gleichzeitig war Epsilon auch beinahe schockiert, wie effektiv sie scheinbar gewesen war. Der größte Unterschied zwischen jener Zeit, aus der sie stammte, und dieser war für Kell das Gespräch mit Epsilon gewesen. Nun, und der Fakt, dass Polar auch hier war, aber weil Epsilon das ignorierte, konnte sie sich selbst mehr Erfolg zuschreiben. Vielleicht lag es auch daran, dass Aurora hier nicht ihre gesamte Familie verloren hatte und deshalb noch offenherziger war als ohnehin schon. Aber egal was es war, dasselbe Akani, welches in einer anderen Zukunft bereit war, jene zum Sterben zurückzulassen, die ihm eine zweite Chance gaben, schien sich in dieser Welt gut einzufinden. Er wirkte einfach deutlich glücklicher. Und? Wie sieht's bei euch aus? Glaubt ihr, Kell ist bereit für das Duell morgen? Gerade war Sorak auf einer der Trainingsebenen der Liga eingetroffen, auf welcher gerade ihre Kinder und ihr neuer Teampartner trainierten. Am folgenden Tag würde der erste Spieltag der neuen Oberligasaison beginnen und Polana Vatra waren fest entschlossen, dass ab dieser Saison schon Kell in Ligakämpfen Teil des Teams sein sollte. Nun, das sehen wir dann wohl. Ich würde sagen, er ist bereit zu kämpfen. Aber ich kenne unsere Gegner nicht. Vielleicht sind sie zu stark für uns. Nun, empfehlen würde ich euch, dass zumindest Kell sein Duell gewinnt. Ihr kennt meinen Deal. Und ich sage euch so viel. Ich denke, für euch ist mehr als nur ein Teil der Plot-Armor drin. Apropos Plot-Armor. Kell, hast du eigentlich schon irgendwas von Apolyxis bemerkt? Der Blick des Fukano wirkte etwas besorgt, als er kurz zu Aurora herüberblickte. Genau deswegen überraschte Epsilon die Antwort, welche sie bekam. Nein, kein bisschen. Glaubst du, dass es ein schlechtes Zeichen ist? Auch wenn Epsilon das nicht unbedingt zeigen wollte, die Frage amüsierte sie doch eher. Im Gegenteil! Der Kerl lebt von negativen Emotionen. Wenn du nichts mitbekommst, dann hältst du ihn einfach perfekt in Schach. Etwas besorgt wirkte das Fukano immer noch. Aber Epsilon merkte, dass sie ihm auch ziemlich viel Angst mit ihrer Geschichte bereitet hatte. Vorsicht war wohl besser als Nachsicht, wenn man verhindern wollte, dass sich die Zukunft wiederholte. Das Duell Polana Vatras stand bald an. Anwesend waren natürlich die drei Kämpfer, sowie Darkrai als Schiedsrichter über das Duell. Ansonsten gab es natürlich die Gegner Polana Vatras, Stolos, Kadabra und Staraptor. Und Epsilon. Sie war ebenfalls auf der Ebene, als schlechte Zuschauerin, nachdem sowohl Elementara als auch die Gegner ihrer Kinder das Okay gegeben hatten. Und Epsilon war wirklich gespannt, was sie von diesem Kampf wohl erwarten könnte. Gerade von Kell. Er war durch sein Training stark geworden, doch völlig untrainiert in tatsächlichen Ringkampfsituationen.
Zudem war diese Auswahl an Pokémon im Team ihrer Gegner alles andere als ideal für einen unentwickelten Feuertypen. Stolos als mächtiger Stahl, aber auch Gesteinstyp, war durch sein Durchhaltevermögen durchaus in einem Vorteil. Staraptor war an Geschwindigkeit und körperlicher Kraft überlegen. Kadabra schien als einziger Gegner eventuell machbar für ein Fukano, aber auch hier konnte man wirklich dran zweifeln. Aber auch Aurora und Polar hatten es nicht unbedingt zu viel besser. Gegen Stolos waren sie beide völlig verloren. Kadabra war alleine dadurch problematisch, dass die beiden Eistypen vor allem auf Zauber als Angriffe zurückgriffen, während die Schwäche dieses Gegners im direkten Angriff lag, sodass die Stärken von Polanavatras Leitern genau war, was sich dieser Feind als Stärke seiner Gegner erhoffen würde. Und dann gab es noch Staraptor, der zumindest voraussichtlich kein riesiges Problem darstellen würde, auch wenn seine pure Angriffskraft gerade Aurora durchaus schaden könnte. Eine Idealaufstellung wäre vermutlich, wenn Polar gegen Staraptor kämpfen könnte, Aurora gegen Stolos ran musste, wobei sie definitiv verlor, was aber alle drei gegen Stolos würden, und Kell es schaffte, gegen Kadabra anzukommen. Den Reaktionen Polanavatras auf die erste Begegnung nach zu urteilen, war dies allerdings nicht ihr Plan gewesen. Denn es schien niemanden von ihnen auch nur im Ansatz zu ärgern, dass Kell Stolos gegenübertrat. Es war aus einer rein ligatechnischen Sicht auch in Ordnung. Zumindest wäre somit Staraptor sehr sicher ein Sieg, doch über den Rangkampf hinaus wollten Polanavatra nicht, dass Kell gewann. Es war immerhin die Wette gewesen, die Bedingung, damit Epsilon ihr Wissen über den Standort der Plot-Armor preisgab. Und sie hatte auch nicht vor, klein beizugeben und auch bei einer Niederlage Kells die Wahrheit zu offenbaren. Nun, dieser Kampf würde aber sehr eindeutig kein Sieg werden. Ja, Feuer traf Stolos durchaus stark, aber es war nichts im Vergleich dazu, was dessen Felsangriffe und Erdbeben gegen ein normales Fukano anrichten würden. Praktischerweise war dies aber nichts sonderlich Entscheidendes. Denn Kell war alles. Aber kein normales Fukano. Vielleicht lag es teils an einem aufgebauten Übermut gegenüber dieses Feindes, doch egal ob dies eine Rolle spielte oder nicht, Stolos Angriffe taten es nicht. Träge, dafür ausdauernd und stark, war die Einstellung des Stahltypen, welche jedoch dann zum Problem wurde, wenn diese Stärke ohne jede Wirkung blieb. Kell kämpfte mit seiner Größe und Agilität. Zweiteres war zwar nicht seine beste Eigenschaft, höchstens leicht über dem Durchschnitt der Oberliga. Aber in diesem Szenario reichte leicht über dem Durchschnitt der Oberliga. Gleichzeitig schienen die Feuerwellen des Fukano nahezu gruselig mächtig dafür, dass er erst seit rund 1,5 Monaten überhaupt einen Körper hatte, welcher die Kraft des Feuers kontrollieren konnte. Auch wenn sie dafür sorgte, dass ihr es in einem normalen Kampf nicht passierte, hatte hier auf der Zuschauertribüne Epsilon den Kämpfer wahrlich unterschätzt. Während Kells Teamkollegen geahnt hatten, dass er durchaus eine reelle Chance gegen Stolos hatte, hatte sie nicht dran geglaubt und wurde nun wahrlich eines Besseren belehrt. Schnell wie dieser Kampf endete letztlich auch das Duell, als Polanavatra einen klaren 2:0 Sieg davontrug und ihre Gegner frustriert und geschlagen zurückließen. Nun, ich gebe zu, ich habe euch wohl unterschätzt. Gerade dich, Kell. Wärst du bereits so eine Stärke, so ein Verstehen über das Feuer aufgebaut, wo du erst seit wenigen Wochen damit kämpfst? Ich weiß es nicht, es war einfach da,
Ganz natürlich. Letztlich ist es auch egal. Was hingegen zählt, ist das Ergebnis. Vor allem deines. Ich habe euch versprochen, dass ihr den Aufenthaltsort des ersten Teiles der Plot-Armor erfahren würdet. Sollte Kell seinen Kampf gewinnen. Nun denn? Kurz überlegte Epsilon. Es war recht klar. Bei dem Erhalt der Plot-Armor ging es nicht alleine um Rüstung. Auch Entwicklungssteine für Aurora und Kell würde es geben. Jeweils an einem der zwei Orte, welche das Team besuchen müsste. Was würde wohl zuerst Sinn machen? Aber neben Kell sollte sie wohl auch Aurora in Betracht ziehen. Warum genau hatte sie sich noch nicht entwickelt? Eine Chance hätte sie doch bestimmt schon gehabt und gerade als Oberligakämpferin hätte sie es doch durchaus in Betracht ziehen müssen. Sie musste sich aktiv dagegen entschieden haben. Aber andererseits hatte sie vielleicht auch einfach nie die Zeit genommen, diese Entscheidung wirklich zu treffen. Vermutlich. Also gut, ihr kennt den Eisberg im Norden, richtig? Dort ist ein Teil der Plot-Armor. Auf seiner Spitze ist eine Höhle. Eine Höhle voller Eissteine, in welcher ein Tunnel ist. In diesem versteckt sich eines der Teile. Und die anderen zwei? Konzentriert euch erst einmal auf dieses. Eindeutig war dies nicht unbedingt die erhoffte Antwort. Aber es war die einzige, welche Epsilon geben würde. Dementsprechend müsste es genügen. Also gut, wann brechen wir dann auf? Gleich morgen? Diese Entscheidung überlasse ich euch. Ihr solltet elementarer Bescheid geben. Die Reise wird ein paar Tage in Anspruch nehmen. Sonst plant ihr euch für einen Rangkampf, an dem ihr nicht teilnehmen könnt. Und womit müssen wir das rechnen? Ich bezweifle stark, dass so ein wertvolles Relikt dort einfach unbewacht rumliegt. Naja, wenn der Plotcaster davon weiß, wird er oder sie wohl etwas vorbereiten. Allerdings habe ich nichts herausgefunden, was auf sein Wissen hinweist. Und wenn meine Vermutungen da wirklich stimmen, wüsste ich nicht, warum irgendein Hindernis eure Reise erschweren sollte. Etwas Misstrauen wurde in den drei Kämpfern sichtbar. Doch es war ihnen nicht zu verübeln. Es musste schlicht unlogisch wirken, den Ausblick zu haben, einen mystischen Gegenstand mit nahezu göttlichen Kräften nahezu ohne Arbeit zu erhalten. Aber gleichzeitig. Ein großes Risiko birgt diese Aktion aber. Denn wenn wirklich kein Plotcaster diesen Ort bewachen wird, kann ich euch nicht garantieren, dass nicht schon jemand anderes die Rüstung geholt hat. Niemand könnte es genau wissen, wenn irgendein Pokémon es schlicht für sich behalten hätte. Na, da ist doch endlich der Haken, auf den wir gewartet haben. Aber andererseits, warum sollte irgendwer ein schlicht wertloses Stück einer Rüstung bei sich aufbewahren, ohne überhaupt jemandem davon zu erzählen? Überlegt mal, woher ihr das erste Teil habt. Und dann fragt das nochmal. Jetzt komm schon, das ist nicht fair. Und vor allem nicht das Gleiche. Wir haben die Rüstung nicht irgendwo gefunden und gelagert. Sie war einfach da. Und wo genau habt ihr die Sicherheit, dass nicht einer oder eine von euch zwei das Teil irgendwann angeschleppt hat und auf den Dachboden geschmissen? Willst du jetzt gerade argumentieren, dass das Erscheinen der Rüstung keinen Sinn machen würde? Epsilon hatte keinen Grund, irgendwas auszusprechen, abgesehen von ihren direkten Gedanken. Nun, ja, eigentlich schon. Das sind ziemlich mutige Worte für ein Pokémon, das aus einer verlorenen Zukunft stammen will. Touché, mit Logik brauche ich wohl wirklich nicht anfangen. Vielleicht sollte ich diesen Grundsatz auch in meine Suche nach dem Plotcaster einbauen. Vielleicht habe ich dann mehr Erfolg. Auch Polana Watra wussten natürlich von dem bisherigen Stand von Epsilons Forschungen.
Auch wenn sie es deutlich lockerer sahen als die ehemalige Kaiserin selbst. Was vor allem daran lag, dass sie selber schon seit Jahren in einem Komitee speziell für die Jagd auf den Plottkaiser saßen und nie auch nur Ansätze von Erfolg in Sicht kamen. Es war schlicht eine Suche ohne jeden Wegweiser. Aber gegenüber dem Pokémon, welches mehr als nur einmal ihren Erfolg als Gegenleistung garantiert hatte, wollten sie dies nicht so ausdrücken. Irgendwann findest du schon den Hinweis, der den Stein ins Rollen bringt. Wer weiß, vielleicht ja schon durch unsere kommende Reise. Wenn der Plottkaiser uns wirklich etwas in den Weg stellt, dann werden wir daraus doch bestimmt Informationen ziehen können. Gib mir keinen Grund darauf zu hoffen, dass ihr in Schwierigkeiten geratet. Ich würde nicht gerne gegen euch feuern müssen. Das sollst du auch nicht. Aber wie Kay schon sagte, mach dir nicht zu viele Gedanken über solche Lappalien. Ich meine, ja, wir wissen nicht, wer der Plottkaiser ist und haben keine Hinweise, aber... Wie schlimm ist das denn wirklich? Er lässt sich doch ohnehin kaum blicken und selbst wenn er es tut, ohne große Konsequenzen. Ihr kennt die Hintergründe nicht. Ein Plottkaiser entsteht nicht nur durch sich. Aurora Kelpolar. Ist egal, wie harmlos dieses Wesen von außen hin wirken mag. Was genau es in dieser Welt vorhat. Denn das Ende des Plottkaisers ist der einzige Welt dieser Weg, einen Frieden zu schenken, dessen reinstes Erwünschen sich viele nicht vorstellen können. Und um ein System, ein korruptes System, Korruption, welche ich nur zu gut kenne.